Nachdem wir in der letzten Folge ziemlich hart vernichtet wurden, wollen wir uns jetzt aufmachen, die nächsten zu kriegen. Alter, wieso sind die Dinger hier weg? So, warte mal. Rapture Records, dort müssen wir jetzt erstmal hin. Okay, aber wo ist Rapture Record? Surprise. Wir gehen mal nach oben. Pharaoh's Phantom? Ich brauche Rapture Record. Okay. Wo könnte ich suchen nach Rapture Records? Eve's Garden? Nee. Bezweifle ich. Stimmt, das war das. Atrium. Rapture Records. Hallo. Die scheint sauer zu sein. Bald werden wir sehen, wer hier unten der wahre Künstler ist. Sag dem alten Aasgeier, seine Musik ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Ach ja, aber warum soll ich das sagen? Mach du das doch selber. Cohen ist kein Musiker. Er ist Ryans Stalljunge. Ryans korrupte Politik scheißt alles voll. Und Cohen rennt rum und beseitigt den Dreck, wo er kann. Anstatt dafür eine Kehrschaufel zu benutzen wie jeder andere Knecht, säubert Cohen die Landschaft mit eingängigen Melodien und geschickten Wortspielen. Egal wie schön es auch klingt, an dem Geruch von dem, was er wegputzt, ändert es nichts. Mhm. Das heißt, ich komme jetzt hier. Oh, du Scheiße. Bist du Cohens Boten, Junge? Schnauze! Bleib ein bisschen bei meinem Kätzchen, Süßer! Alter, hau doch nicht ab!
pissen. Ach ja? Leck mich doch. Du kannst mich mal. Ich warte lieber einen Augenblick und... Ach, was haben wir hier liegen? Eine Leiche. Verbandskasten! Ah, voll. Cool, jetzt bin ich hier oben. Meine Kätzchen! Du hast meine ganzen Babys umgebracht! Wo bist du, Pelle? Verdammtes Schwein! Na, wo bist du, Penne? Haha! Nicht getroffen, Arschloch! Okay, jetzt hast du getroffen. Wo bist du hin, du Arschloch? Komm doch her, komm her zu Daddy, komm! Du kriegst mich eh nicht, du Penne! Nö, will ich. Und wenn ich nicht will? Was willst du dann machen? Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Denken Sie daran. Vandalen sind Parasiten. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Hey! Danke! Entschuldige bitte, aber ich wurde abgeknallt? Verrate ich dir aber nicht? Ach so. Du bist keine Motte. Oh, jetzt beleidigst du mich, aber ich habe mich schon so als Motte gesehen. Also hier sind auch immer mehr, ne? Die Little Sisters. Aber klar, Ryan Industries hat sie so erschaffen, dass sie uns vor Banditen und Terroristen beschützen. Und dabei sind sie so... Damit hätten wir drei von vier. Wieso schaust du so? Es gefällt dir nicht, stimmt's? Ich hab's nicht nötig, mich von dir beurteilen zu lassen. Von niemandem. Du kannst mich mal, ihr beschissenen Zweifler. Ihr könnt mich alle mal. Damit ihr's wisst. Okay, und wo soll ich hin, deiner Meinung nach? Thank you.
Alte, du kommst gar nicht so schnell zum Nachladen, wie die hier auf einen zu dreschen. Oh. Erstmal hier alles nachladen, was überhaupt geht. Schau mal, wie sie gleich hier ankommen, Alter. Diese Affen. Komm her, komm! Oh nein, nicht nachladen! Wow! Pussy! Neues zu mir. Safecracker ist eins der beliebtesten Produkte von Hexmar, das dir Zugang zu Orten verschafft, an denen die dich nicht haben wollen, werden sie zum Meister alles. Cool. Temporary Hacker Focus Security Expert. In diese Gamebar. Aufbewahren. Das sollten wir gleich ausnutzen. Plasmid-Slot. 100, ja. Bewerfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Ja, fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück. Ja, das ist mir egal. Davon Slot. Davon können wir auch ruhig noch einen Slot nehmen. Gesundheitsupgrade. Deine maximale Gesundheit wurde erhöht. Du kannst mehr Treffer verkraften, ohne eine Wiederbelebungsstation aufzusuchen müssen. Das ist sehr schön. Sie nehmen weniger Schaden durch Feuer und fügen mehr Schaden zu, wenn sie Feuer verwenden. Geil. Körperpanzerung. Erstmal eine Gegenbar. Gut. So. Rodrigos war Stammkunde im Eve Garden im Poseidon Plaza. Also. Ja gut, das machen wir aber dann erst in der nächsten Folge. Das heißt, dann dürfen wir wieder runter, ne? Ah ne, da müssen wir hin. Alles klar. Das heißt, dann sehen wir uns, gehen wir in der nächsten Folge weiter in den Poseidon Plaza und mal gucken, was uns da so Feines erwartet. Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin allerdings, habt einen wunderschönen Tag bzw. wunderschönen Abend und...
bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.